Hallo, liebe Freunde des gepflegten Rechnens von Hundefutter. Heute will ich euch mal zeigen, wie man eine Nassfutterdose nachbaut. Wir nehmen als Beispiel mal von Hermanns die Reinfleisch-Ziegendose. Die schauen wir uns eben erstmal an. Dazu benutzen wir den Zutatenfinder. Suchen nach Ziege beim Futtermittel von der Marke Hermanns. So, und das ruft man dann ab mit der Liste und das gehört zum Kreativmix. Und wir schauen uns jetzt mal an, was da drin ist. Also die Ziegendose besteht zu 65% aus Muskelfleisch, zu 25% aus Herz und zu 10% aus Lunge. Ja, also reines Fleisch. Und da kommt raus 11% Protein, 8% Fett und 78% Wasser. Und wir bauen das jetzt mal nach. Damit wir das so im Blick behalten, setze ich das jetzt mal in ein eigenes Fenster. So, dann sage ich das jetzt in neuem Fenster öffnen. Das stelle ich jetzt mal an die Seite. So, dann mache ich dieses Fensterchen aus und stelle das hier mal daneben. Und wir legen ein neues Rezept an, das nennen wir unbekannt. Und das wäre dann Hermanns Reinfleischziege. Jetzt fügen wir drei Zeilen hinzu. Oder wir können es uns auch einfacher machen. Wir suchen das dann nicht von Hermanns, sondern wir suchen das als Lebensmittel. Alles, was von der Ziege enthalten ist. So, und wir finden hier verschiedene Komponenten der Ziege. Das Wesentliche ist, wirklich wissen wir es nur von Fett oder Fleisch. Und andere Teile von der Ziege gibt es eigentlich nur ja, anderswo. Bei uns wird es nicht gegessen. Ich musste ziemlich lange suchen und habe dann in der indischen Lebensmitteldatenbank dafür Werte gefunden. Das sollte man im Kopf behalten, weil ich natürlich nicht weiß, ob die Ziegen in Indien genauso leben wie bei uns und dementsprechend genauso gefüttert werden. Und schon allein wegen der Boden- und Klimaverhältnisse, die ja doch etwas abweichen von unseren. Also das muss man mit etwas Skepsis dann auch anschauen. So, unser Rezept besteht aus Muskelfleisch, Herz und Lunge von der Ziege. Es ist relativ fett, deswegen nehme ich hier schon mal das Fleisch mit dem höchsten Fettanteil. Das füge ich jetzt unserem Rezept hinzu, mit diesem Pfeil nach unten. Und außerdem haben wir Herz drin. In Brasilien sind die Daten unvollständig, deswegen nehme ich das indische Ziegenherz. Und dann brauchen wir noch Lunge und auch die habe ich nur in Indien gefunden. So, jetzt haben wir mit diesem Pfeil nach unten Tasten uns hier schon mal ein Tableau erzeugt und müssen jetzt nur noch die angegebenen Prozentanteile übertragen, nämlich 65% Muskelfleisch, 25% Herz und 10% Lunge. So, und wir sehen jetzt schon direkt, wenn das so zusammengesetzt wäre, dann müsste da deutlich mehr Protein drin sein und auch deutlich mehr Fett. Im Vergleich zu dem, was Hermanns angibt. Wir speichern das jetzt mal, damit wir diese Tortendiagramme bekommen, weil vor dem Speichern sehen wir nichts. So, er denkt jetzt kurz drüber nach. Und jetzt haben wir ein Rezept, das besteht aus 100% Fleisch. Bei der gleichen Zusammensetzung. Das deckt schon fast ein Viertel des Tagesbedarfs unseres Standard 15 Kilo Hundes ab und fast die Hälfte des Proteinbedarfs und fast den ganzen Fettbedarf. Und das ist deutlich mehr, als wir hier von Hermanns angeboten bekommen. Aber wir sehen schon mal, es gibt auch Mikronährstoffe, die wir eben aus der Dosendeklaration nicht kennen. So, und als erstes müssen wir mal das Fett- und Proteinverhältnis abgleichen. Also wir haben
bei Hermanns. Und jetzt möchte ich einmal die Nachkommastellen sehen. Er rundet bei einer 100 Gramm Angabe auf ganze Gramm. Deswegen mache ich da jetzt 1000 Gramm draus. Und dann sehen wir die Nachkommastellen. So, und da haben wir ein Protein-zu-Fett-Verhältnis von 11 geteilt durch 8,4. Das beträgt 1,31. Was wir hier haben, ein Proteinverhältnis 18,2 durch 11,2, 1,62. Das bedeutet, wir müssen hier das Fleisch etwas reduzieren, bis wir ein Protein-Fett-Verhältnis haben, das dem von Hermanns entspricht, von 1,31. Dazu müssen wir das Fleisch reduzieren und ersetzen einen Teil des Fleisches durch Ziegenfett. So, und das nehmen wir jetzt als Lebensmittel, fette Ziege. Und da setze ich jetzt mal einfach so aus Gag 5 Gramm ein. So, und nehme, weil das dann 105 wären, 5 Gramm Fleisch raus. Das heißt, ich habe das jetzt umgeändert. Das war jetzt offensichtlich zu viel. Dann nehme ich jetzt mal 2,5 und das Fleisch in 62,5. Und gucken jetzt mal 17,8 durch 13,3. Das ist noch ein bisschen zu viel. Dann lasse ich das mal bei 2 Gramm. Und nehme 63 Gramm Fleisch. So, und jetzt haben wir 17,8 durch 12,8 ergibt 13,91. Dann hole ich noch mal ein bisschen weniger raus. Dann nehme ich jetzt mal 2,5 und 1,5 wollte ich nehmen und 63,5. Dann haben wir wieder 100%. Und haben jetzt ein Protein-Fett-Verhältnis von 17,9 durch 12,4. Ups, ist immer noch zu viel. Das war dann die falsche Richtung. Also sollten wir uns bei 2,3 annähern. Und dann brauchen wir 62,7 Gramm Fleisch. So, und jetzt haben wir 17,8 durch 13,1, 13,5, dann lassen wir es bei 2,5 und haben uns damit maximal angenähert. So, das speichern wir jetzt einmal. So, und jetzt sehen wir, es ist immer noch von allem mehr drin, dafür keine Kohlenhydrate und keine Ballaststoffe. Und jetzt ist die Frage, wie viel brauchen wir? Und da nehmen wir jetzt die 17,8 Gramm Protein, die wir aus 100% tierischen Komponenten haben, geteilt durch 11% Protein, die wir laut Deklaration haben, war genau falsch rum, also wir teilen die 11% durch die 17,8 und haben 61,8%. Das heißt, unsere Dose besteht überhaupt nur zu 61,8%. So, und dann sagen wir ihm jetzt mal, mach daraus 61 Gramm. Dann haben wir ungefähr das, 10,9 ist ziemlich dicht an 11. Etwas mehr Fett wäre noch möglich, aber das passt so. Und jetzt füllen wir den Rest auf mit Wasser. Lebensmittel, Zusätze, Wasser. Und da fehlen uns 39%. Und das heißt, 40% des ganzen Doseninhalts ist zugesetztes Wasser. Das speichern wir jetzt mal. Das ist hier nur eine dämliche Prüfung, ist sonst nicht relevant. Er denkt eben nach. So, und jetzt sehen wir,
Wir schalten das hier wieder zurück auf 100 Gramm. Das ist ungefähr passend. Also wir haben 68% statt 67, also geringfügig mehr Fett, ziemlich genau gleich viel Protein und sehen jetzt ungefähr passt der Nachbau. Und wir sehen jetzt auch, was an Inhaltsstoffen drin ist. Generell decken wir mit 100 Gramm für unseren 15 Kilo Standardhund 15% seines Energiebedarfs nach. Und jede Zahl, die hier mindestens 15% Bedarfsdeckung ausweist, gilt als bedarfsdeckend. Also an Aminosäuren mangelt es nicht, weil es ist ja halt nur Fleisch drin. Es kommt ziemlich genau derselbe Phosphorgehalt raus, den Hermanns auch angegeben hat. Aber es kommt sehr viel mehr Natrium raus, was für mich plausibel ist durch die Anteile von Herz und Lunge. Die enthalten einfach noch mehr Eisen, insbesondere die Lunge, als das Fleisch. Und ja, Phosphor ist halt nicht bedarfsdeckend, auch schon nach Hermanns Angabe nicht. Calcium fehlt massenhaft. Und dann Magnesium, Kupfer, Selen, Zink. Mangan ist gar nicht enthalten. Dafür braucht man Getreide. So, und B-Vitamine sind schon im Ruhezustand nicht ausreichend drin, weil schlichtweg die ganzen B-Vitamine finden sich normalerweise in Leber und die wird schlichtweg nicht verarbeitet. So, und jetzt könnt ihr sehen, üblicherweise sind solche 100% Angaben so zu werten. Ein Teil von diesen 100% ist Wasser. Und ich habe euch jetzt gezeigt, wie man rausfindet, wie viel, um dann zu sehen, wie hoch ist die Bedarfsdeckung. Und wenn wir jetzt stattdessen, wie wir das hier gerechnet haben, die Halterin gibt ihrem Hund 100 Gramm. Wie viel müssten wir hier geben? Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Also das gucken wir mal. Wie weit kommen wir da mit 450 Gramm? Das ist 2/3, also nochmal die Hälfte mehr. Dann sind das 675 ungefähr. So. Jetzt klicke ich hier weiter, also 680 Gramm. Wenn wir jetzt 680 Gramm von dieser Mischung verfüttern, dann sehen wir es auch direkt. So. Das sind jetzt dann teilweise hier Rundungsdifferenzen. So, ich hoffe, bei euch geht das Speichern schneller, weil bei mir sind irgendwie ein paar hundert Rezepte drin. Und wir haben hier wieder vergleichbare Werte. Und sehen hier die Defizite und können jetzt gucken, was wollen wir stattdessen dazugeben, damit der Hund alles bekommt, was er braucht. Und da würde ich jetzt mal irgendein Komplettsupplement nehmen. Und dazu würde ich vermutlich im Hinblick auf die Fettsäurenzusammensetzung noch den Glanzstoff von Barfkultur nehmen. Und so kann man das relativ bequem bedarfsdeckend machen. Das könnt ihr dann selber ausprobieren. Ich nehme jetzt einfach mal zwei Komponenten hinzu. Nehme Futtermittel von Futtermedicus. Oder man kann auch Napfcheck nehmen, das ist relativ egal. Ich nehme jetzt mal Napfcheck, weil App findet er jetzt nicht. Springt er mal da oben hin. So, und dann haben wir hier von Napfcheck 'Novo Mineral. Und dann nehme ich jetzt mal Cookit und gehe mal so von 4 Gramm aus. Und dann nehme ich ein Lebensmittel von, nee, das ist auch ein Futtermittel. Futtermittel Barfkultur. Habe ich gar nicht. Wie heißt denn die Marke von Barfkultur? Da mir das gerade nicht einfällt, nehme ich den Zutatenfinder und suche nach 369.
Da ist es. Ach, ich habe es als Fette angegeben. So, dann fügen wir das mal hinzu und nehmen davon mal 3 Gramm und gucken, ob wir jetzt zu einem bedarfsdeckenden Futter kommen. So, das langt noch nicht. Also Calcium ist nicht ausreichend drin. Zu Selen darf man davon ausgehen, dass durchaus was drin ist, aber im Lebensmittelschlüssel ist keine Angabe dafür. Wie viel Kokit haben wir? 4 genommen, nehmen wir mal 5. So. Und uns fehlt immer noch Mangan. So, für Chlorid kann man dann noch eine Prise Salz hinzutun. So, Vitamin D ist ausreichend drin. Und Vitamin B2 ist doppelt so viel wie nötig. Und wir haben jetzt hier auch, da sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr von dem Öl hinzutun, weil die Linolsäure nicht ganz gedeckt ist. Dann nehmen wir mal 4. So, und dann haben wir ausreichend. Naja, fast ausreichend Linolsäure. Wir haben von allen Vitaminen ausreichend viel drin. Zu Mangan, ja, da würde ich wirklich nochmal überlegen, wo man das herbekommen kann. Oder ab und an mal eine Handvoll Haferflocken füttern. Ja, fügen wir einfach mal noch so 5 Gramm Haferflocken hinzu. Lebensmittel, Samen. Haferflocken, so, die dann schön einmal einweichen. Dann haben wir auch ausreichend Mangan. Ja, kann man jetzt noch ein bisschen Salz hinzufügen. Lebensmittelzusätze. Salz. 1 Gramm. Halbes Gramm würde vermutlich auch schon reichen. Zack, haben wir es bedarfsdeckend. Weil ein bisschen Selen wird schon in der Ziege drin sein. Und so kommen wir dann zu einem bedarfsdeckenden Plan. Mit den Haferflocken fügen wir nicht nur ein bisschen Kohlenhydrate hinzu, sondern auch Beta-Glucane. Das sind Faserstoffe zur Fütterung der Darmbakterien. Und so wird der Stuhl dann auch fest. Und auf diese Art kann man mit der Reinfleischdose von Hermanns den Hund dann bedarfsdeckend ernähren. Ich wollte hier jetzt noch einmal eingehen auf, warum diese Ziegengeschichte aus Indien mit sehr viel Fragezeichen zu bearbeiten ist. Also wir sehen hier jetzt wahnsinnig viele Aminosäuren mit einer Proteinqualität, die es gar nicht so geben kann. Nämlich 36, also bald 37% der enthaltenen Aminosäuren könnten zur Proteinsynthese des Hundes verwendet werden. Also die essentiellen Aminosäuren, und das kann nicht hingehen. Deswegen schauen wir uns jetzt mal einmal das Ziegenherz und die Ziegenlunge an, was da rauskommt. So, und ich nehme das, ist jetzt egal, wie viel da drinnen steht, aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass so viel Methionin drin ist. Vermutlich habe ich da, sind dann die einzelnen Aminosäuren in Summe, das Gesamtproteinverhältnis, da ist möglicherweise ein Datenfehler drin, weil wenn man sich das Ziegenfleisch aus dem Bundeslebensmittelschlüssel anguckt, dann ist das wahrscheinlicher. Es ist jetzt insofern unerheblich, weil wir bereits mit dem Fleischanteil sämtliche essentiellen Aminosäurenbedarfe abdecken. Also insofern ist es jetzt nicht dramatisch, dass die Werte falsch sind. Aber man sieht, nur mit dem reinen Fleisch kriegt man all diese Nährstoffe gar nicht in den Hund.
so, die erforderlich wären. Also insofern, ja, das hatte sich ja auch gedeckt mit dem Ergebnis. Das sollte man eben, wenn so eine Herkunftsangabe für die Daten angegeben ist, immer im Kopf behalten. Aber da kann es Seltsamkeiten geben, das muss nicht unbedingt passend sein. Ja, und dann habt ihr jetzt Handwerkszeug an der Hand, wie ihr eine Dose nachbaut. Und ja, dann ist der Plan, ihr könnt das in Zukunft alleine machen. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt halt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und auf Wiederhören.